Sehr geehrter Herr Jackson, Peter, wenn ich ein Buch habe, das hat 1400 Seiten und ich verfilme es 9 Stunden, wie viele Stunden verfilme ich dann ein Buch, das nur 400 Seiten hat? Richtig, 9 Stunden. Denn ganz klar, hier ist nicht nur Geldmacherei im Spiel, sondern es geht wirklich darum, irgendwelche Mythologien von Tolkien und so weiter in die sehr, sehr spärliche Geschichte vom kleinen Hobbit einzufügen. Wir sehen aber letztendlich in der ersten Hälfte des ersten Films nichts. Denn die Leute sitzen zusammen und es passiert nichts. In der zweiten Hälfte ein bisschen mehr. Es ist immer noch alles sehr schön erzählt, es macht Spaß, das zu gucken. Und es ist natürlich auch Gollum dabei, der inzwischen endlich mal seine eigene Sitcom bekommen sollte. Denn wer würde nicht gerne eine Sitcom gucken, die so ähnlich ist wie The Big Bang Theory, nur mit Gollum? Aber, naja, Spin-off hin oder her, der Hobbit ist einfach zu lang geraten. Es ist immer noch toll, es ist schön anzusehen. Es kriegt von mir mit sehr viel gutem Willen 8 von 10 Punkten. Aber es kommt einfach null an den Herrn der Ringe ran, weil einfach der Inhalt fehlt. Und zu guter Letzt nochmal die Frage HFR-Technik oder nicht. Da geht es ja um 24 oder 48 Frames. Und es gibt Kinos, die bieten es an, gibt Kinos, die bieten es nicht an, gibt Kinos, die bieten beides an. Wenn der Regisseur sagt, guck es in 48 Frames, dann guckt es gefälligst in 48 Frames. Und fertig.